Leo Seck ist Künstler und stellt im Mai 2012 einen Teil seiner Bilder beim Freigerichter Kunst- und Kulturverein Kaleidoskop aus. Das ist nichts Besonderes. Wohl aber der Versuch, dem Ausstellungsbesucher in einer Vernissage eine gelungene Kombination von Bild und Klang zu präsentieren. Das muss eingeübt werden. Ich bin am 2. Juni 2012 mit der Kamera live dabei. Ich komme auf dich zu. Meine Damen und Herren, Robin Schwarzfeld, Klangraum 3 und Klangraum 4, Klassik und Metallic. Meine Aufgabe besteht nun darin, die Bildfolgen von Leo Seck, Klassik und Metallic passend zu den Klängen des Musikers Robin Schwarzfeld mit der Kamera ruckelfrei abzutasten. Okay, klar ist, wir brauchen mehrere Versuche, die Klang- und Bildfolge mit der Geschwindigkeit des Kameraschwenks in Übereinklang zu bringen. Maler Leo und Musiker Robin haben etliche Stunden am PC gesessen, um eine Synästhesie zu schaffen, die Leo bei seiner grafischen Malerei schon seit etlichen Jahren vorschwebt. Die Sache ist klasse, aber nicht ganz so einfach, wie man sieht. Tja, nun rutscht das Stativ weg. Ruckler Mist. Thank you.
Ruckler und zu schneller Schwenk. Das heißt natürlich dritter Versuch. Uns gelingt kein makelloser Schwenk. Aber es dürfte klar sein, worin Leos Intention besteht, Bild und Klang passend zueinander zu arrangieren. Thank you.
Im folgenden Videoclip 4 wird es ernst. Tags drauf findet die Finissage statt, für die heute nur geprobt wurde. Es wird ein gelungenes Finale von Leo 6 Ausstellung beim Kaleidoskop in Freigericht.